Ja, danke schön. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich hier zu sein. Sie haben es gehört, ich komme aus Stuttgart, aber ich bin kein gebürtiger Schwabe, aber ich lebe jetzt schon seit 25 Jahren und inzwischen komme ich auch gut mit den Schwaben aus. Ja, man muss eigentlich nur zwei Dinge über den Schwaben wissen. Erstens, was sich bewegt, wird gegrüßt. Ja, und zweitens, was sich nicht bewegt, wird geputzt. Und dann klappt's, sehr gut. Ja, die Stimmung hier ist gut, das freut mich sehr, weil es ist ja nicht einfach. Wir leben in Krisenzeiten, eine Krise jagt ja die nächste. Und gerade nach Corona haben wir ja gedacht, ach, jetzt mal so ein bisschen Erholung, oder? Und dann kommt schon die nächste Krise. Wobei, bei Corona haben wir es in manchen Bereichen auch ein bisschen übertrieben, oder? Ich meine, denken Sie an das Hamstern am Anfang? Ja? Ja. Ich meine, also Klopapier, ernsthaft? Ja? Ich meine, manche haben es echt übertrieben. Es gibt heute noch Eltern, die regelmäßig mit ihren Kindern in den Keller runtergehen, vor endlosen Regalen mit Klopapier stehen und sagen, das wird eines Tages alles mal dir gehören. Tonnenweise Klopapier und alles für den Arsch. Ja. Ja, es ist eine schwierige Welt, eine Welt, wo ich auch das Gefühl habe, immer mehr Durchgeknallte regieren in dieser Welt. Ja. Guck nach Russland, wo Putin sitzt, der von der Vergangenheit träumt, von der alten Sowjetunion, vom Warschauer Pakt. Und wir können ihm nichts anbieten. Gut, ich sag mal, über Sachsen und Thüringen könnte man reden. Ja. Oder in den USA, wo Trump einen neuen Anlauf nimmt. Oder furchtbar. Gut, ich sag mal, das einzig Schöne an Trump war, man wurde wieder zufriedener mit seinen eigenen Politikern, oder? Ja, komm, ich meine, der steht jetzt vor Gericht, weil er $130.000 Schweigegeld an ein Pornomodel gezahlt hat. Entschuldigung, sowas könnte ich mir noch von unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann beim besten Willen nicht vorstellen. Alles wäre schad ums Geld. Wir in Deutschland, wir sehnen uns doch nach Politikern, die uns mit ruhiger Hand durch die Krisen dieser Zeit hindurchführen. Dann guckst du dich so um, Olaf Scholz. Oder der ist immer so temperamentlos, so ein bisschen langsam. Ich denke immer, mein Gott, der Mann hat sich hochgeschlafen. Sie haben jetzt Fantasien, ich weiß. Die Alternativen sind ja auch rar gesehen. Wollen wir Friedrich Merz als Bundeskanzler? Ja, ein Mann, der drei Versuche gebraucht hat, um Chef der eigenen Partei zu werden. Ja, ich hatte bis zum Schluss gehofft, es läuft wie bei der ZDF-Parade früher. Mit Dieter Thomas Heck, ne? Da ist er wieder. Der Merz, der Friedrich Merz mit seinem Hit Hello Again. Aber wir warten dreimal dabei, bitte nicht mehr wiederwählen. Viele finden den Merz auch toll. Ich sage, der guckt doch immer so schlau. Herr Bundeskanzler, bin ich einverstanden, wie das hier läuft? Ich sage, Vorsicht, Freunde, niemals Kurzsichtigkeit mit Weitblick verwechseln. Interessant ist ja auch, wo Friedrich Merz von Anfang an die treuesten Fans hatte, bei der Jungen Union. Junge Union, aber auch so ein Verein, oder? Ja, wenn eines meiner Kinder kommt und sagt, Papa, ich will in die Jungen Union eintreten. Da habe ich gesagt, kannst du nicht, wie normale junge Menschen. Rauchen, saufen und andere Leute mit dem Messer bedrohen. Bei meiner Jungen Union, da kommen so Leute her wie Philipp Amthor. Ja? Ja, wenn ich den sehe, den immer sowas entstehen, wie jemand unkontrolliert am 3D-Drucker rumspielt. Geworden, Abi-Scherz. Den haben doch ein paar Mitschüler mal unter Drogen gesetzt, ja, und dann mit Hilfe des Laminiergeräts in seinen Kommunionsanzug reingeschweißt. Der hat immer so tolle Ideen. Letztens hat er gesagt, wir sollten öfters mal die Nationalhymne singen. Ja, super. Das löst viele Probleme. Wenn Sie mal wieder auf den ICE warten, der nicht kommt. Oder im Funkloch stecken, singen Sie die Nationalhymne.
dann verstehe ich die Leute, wenn die sagen, ja, schön, wenn denn Philipp Amthor die Zukunft der Union ist, dann kann ich mit Friedrich Merz auch die Vergangenheit leben. Entschuldigung, Friedrich Merz ist bei der nächsten Bundestagswahl 70 Jahre alt. Und Olaf Scholz da auch schon 67. Das TV-Duell gewinnt der, der als letztes auf Toilette muss. Also Interview war es, bei mir lief's gut. Ja. Und ich meine, wer soll nicht unzufrieden sein? Gucken wir in die USA. Eine Neuauflage von Joe Biden gegen Donald Trump. Da gewinnt das TV-Duell der, der am Ende noch am Leben ist. Aber wird auch schwierig, oder? Also wenn einer von beiden während des TV-Duells sterben würde, weil Trump wird es nicht anerkennen. Ich will jetzt nicht per se sagen, dass ältere Menschen keinen guten Job mehr machen können. Nein, total fitte ältere Menschen. Meine Mutter ist für mich so ein Vorbild. Meine Mutter, 85, topfit, geistig auch. Die hat vor 2 Wochen einem Enkeltrickbetrüger am Telefon 1000 Euro abgequatscht. Und weil der das so Spaß gemacht hat, ruft jetzt junge Männer an und gibt jetzt eine Oma aus den finanziellen Schwierigkeiten. Meine Mutter, 85, also fast 20 Jahre älter als Olaf Scholz, aber geistig weit voraus. Nee, Scholz hat immer so Erinnerungslücken. Das war so Themen wie Warburg-Bank oder Kamm-Ex-Skandal. Und Scholz braucht immer Auszeiten. Hast du mal mitgelesen, so bei strittigen Themen ist Scholz immer erstmal so auf Tauchstation. Nord Stream, Impfpflicht, Waffenlieferung, Scholz erstmal weg. Scholz ist wie so eine Schildkröte. Also rein in den Panzer, mal rausgucken. Oh, da kommt der Merz. Olaf Scholz. Hier wie bei dieser Diskussion um die Taurus-Raketenlieferung. Wie ewig das gebraucht hat, bis er sich klar positioniert hat und gesagt, nein. Gut, ist ein schwieriges Thema. Es sind ja viele gespalten. Wenn man hier kurz Sie applaudieren, wie Sie zustimmen. Wer ist dafür, dass wir diese Raketen liefern sollten? Dafür, dass sie eingesetzt werden soll, aber nur gegen die Gewerkschaft Deutscher Lokführer. Das ist gemein, nein. Aber ja, das ist natürlich, uns fehlt eben so Politiker, wo du sagst, ja, die haben so eine Haltung, die vertreten die auch. Das sind immer so Scheingefechte, finde ich. So Scheinargumente werden vorgetragen. Hier nehmen wir so ein Beispiel, hier unser Verkehrsminister Volker Wissing. Ja. Hier große Begeisterung, ich merke, man dachte nach Andreas Scheuer ist, aber bitte. Das ist immer möglich. Der hat ja mal gesagt, sein liebstes Thema ist ja kein Tempolimit. Kein Tempolimit, hat er mal gesagt, ja, wir können kein Tempolimit machen, weil wir haben nicht genug Verkehrsschilder. Doch, das hat er mal gesagt, ernsthaft. Ja. Gut, ich sag mal, wenn wir alle FDP-Mitglieder einsammeln, haben wir schon mal genug Pfosten. Sich mal so umwinden. Ne? Ich bin ja schon dankbar, bin auch schwierig beim Thema Waffenlieferung, aber ich bin schon dankbar für hier Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Oh, die hat wenigstens eine Haltung. Ne? Name klingt ja schon wie eine Panzerbitze. Ne? Aber die FDP, ne, die dümpelt ja dahin so unter 5%. Ne? Und was hat der Lindner gesagt? Ja, nee, liegt nicht an der FDP. Ne, die Wähler sind schuld, weil sie würden die FDP, seit sie in der Ampel ist, als linke Partei betrachten. Die, ja, Christian Che Guevara Lindner. Also wer glaubt, dass die FDP eine linke Partei ist, der glaubt auch, dass man abnehmen kann, wenn man sie mit Fettlöser einsprüht. Aber am schlimmsten hat es nämlich die Grünen erwischt. Ne? Die Grünen werden ja gehasst. Und klar, manchmal haben ihre Spitzenkräfte auch so ein bisschen unglückliche Auftritte. Das muss man sagen. Also, Annalena Baerbock verspricht sich halt gern mal ein bisschen unglücklich. Vor kurzem hat sie gesagt, Putin muss sich um 360 Grad drehen.
Robert Habeck. Ne? Der Habeck, der guckt immer so traurig, oder? Ja, der ist fertig, ja. Der war ja mal der Star, aber dann hat er so mit diesem Heizungsgesetz hat er halt nicht so gut hingekriegt. Ne? Dabei eigentlich ist das eine gute Sache, so eine Wärmepumpe. Du musst es den Leuten halt gut erklären, ne? so einfach erklären, dass es jeder kapiert. So im Ballermann-Style zum Beispiel. Ne? Ja, so irgendwie so, ich hab ein Haus und eine Wärmepumpe, die heißt Laila. Die steht im Keller und ist geiler. Ja, wie Laila. Wir leben in einer verrückten Welt und wissen Sie, wen ich bewundere, sind Nachrichtensprecher. Ja? Weil die haben ja die gleichen Themen wie wir Kabarettisten, aber die müssen immer sachlich rüberbringen. Das könnte ich nicht, könnte ich nicht. Und deshalb habe ich gedacht, nein, wir machen heute mal nicht so eine sachliche Nachrichtensendung, wir machen heute mal eine emotionale Nachrichtensendung. Aber da brauchen wir natürlich auch den richtigen Nachrichtensprecher. Darum heute für Sie Nachrichten mit Klaus Kinski. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Aber was war das denn gerade eben? Ich meine diese Sendung davor. Anja Kohl meldet sich von der Börse. Was soll das denn? Ich meine, warum gibt es eine eigene Sendung für Aktienbesitzer direkt vor der Tagesschau? Nur 10% aller Deutschen haben Aktien, aber 30% haben Hämorrhoiden. Warum kriegen die keine eigene Sendung vor der Tagesschau? Ja, warum haben Arschlöcher mit Hämorrhoiden weniger Recht als Arschlöcher mit Aktien? Egal, die Nachrichten. Washington. US-Präsident Joe Biden forderte Wladimir Putin zum Rückzug aus der Ukraine auf. Ja, wer soll denn vor Joe Biden Angst haben? Die größte Gefahr ist so, dass er nachts nach dem Pfleger klingelt und aus Versehen den roten Knopf drückt. Nee, immer noch besser als der Kürbiskopf mit dem toten Frettchen auf dem Schädel. Brüssel. NATO-Generalsekretär Peter Stoltenberg forderte Deutschland auf, auch militärisch mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Ja, was soll das denn jetzt auf einmal? Wir haben es doch zweimal versucht, da war es doch auch nicht recht. Warum? Der Papst sprach sich gegen den Genderwahn aus. Mann und Frau müssten weiterhin klar zu unterscheiden sein. Der Typ trägt ein Kleid. Berlin. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Nein, das lese ich nicht vor. Das neoliberale Arschloch. München. CSU-Chef Söder hat erklärt, dass Kiffen auf dem Oktoberfest verboten wird, aus Gründen des Gesundheitsschutzes. Ja, wenn du denkst, es wird nicht blöder, kommt noch was von Markus. Ihre treuesten Wähler in echten alten Dörfern haben, wo die Menschen eine Sprache sprechen, die mit Deutsch so viel zu tun hat wie eine Dose Schappi mit einem Feinschmeckermenü. Das sind Orte, da der Stammbaum einen einzigen Ast. Da ruft der Pfarrer Brüder und Schwestern und es stimmt. Das Wetter, warum denn das scheiß Wetter? Jetzt schaffen wir es hier, der kommt zum Fenster raus. Renner zum Problem, es braucht auch kein Wetter, so schlüssel heute. Komm morgen